Das wichtigste Utensil bei Kiss war zwar überdimensional, aber ganz irdisch. Die Zunge von Gene Simmons, dem Mann mit der Bassaxt in der Hand. Und diese Zunge konnte einen als echten Fan und Nachahmer in Schwierigkeiten bringen. Michael Weins erklärt uns in seiner Rockstory Zunge, was ich damit meine. Ich saß bei Sardoluccis vor dem Fernseher. Marco Sardolucci war ein Jahr jünger als ich. Ich war 9. Er wohnte in derselben Straße. Sein Vater war Italiener, eine imposante Erscheinung, ein dicker Mann, mit einer lauten Stimme, die er gern zum Herumbrüllen benutzte. Seine Mutter, eine stark geschminkte Deutsche, von der mir einzig die hohen Stiefel aus hellem Leder im Gedächtnis geblieben sind, weil Marco mir einmal erzählte, dass er als kleiner Junge in diese Stiefel hineingepinkelt hat. Sardoluccis fuhren ein Fiat und hatten den Dachboden ausgebaut. Ich glaube, um die Ehe stand es nicht zum Besten. Wir schauten uns Kompass an, eine Wissenschaftssendung für Kinder. Ich war kein regelmäßiger Kompass-Gucker. Im Allgemeinen fand ich die Sendung langweilig. Eigentlich erinnere ich mich nur noch an die Titelmelodie und den Vorspann, in dem man einen Tropfen Wasser sieht, der in extremer Zeitlupe auf eine Wasserfläche fällt. Es war mein erstes mystisches Erlebnis und es traf mich aus heiterem Himmel. Plötzlich füllten Kiss die Mattscheibe aus. Die geschminkten Gestalten bewegten sich in Traumzeit über die Bühne. Aus einem fernen Universum drehte sich die Musik in mein Ohr. Scheppernde Gitarren, ein rollendes Schlagzeug, ein wummernder Bass. Dunkel wie meine dunkelsten Albträume. Ich hatte die Ansage verpasst. Mein Herzschlag setzte aus. Ich saß da mit aufgerissenen Augen. Marco Sardolucci neben mir auf dem Teppichboden existierte nicht mehr. Reptilienhaft schwenkte Gene Simmons im Bühnennebel seine Henkerball-Bassgitarre.